Freunde, ich hatte die Tagesschau so einen Artikel auf Instagram veröffentlicht, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Hab ich auch gesehen. Ich dachte, ab nach Wien. Also ich liebe Wien eh. Da lebt meine Freundin, da bin ich immer und es ist viel schöner als in Berlin. Wir stehen auf dem Fahrradweg. Und wir haben eine Kooperation mit dem Ibis Hotel, wo wir heute Abend einchecken werden. Sind im Hotel? Ja. Wirklich? Das ist so bedank dich vielleicht auch mal bei mir, das war nämlich meine Arbeit. Danke, wir wollen tatsächlich in Wien nicht nur saufen, sondern wir planen, dass wir auch... Wir wollen Wien den Menschen näher bringen. Ja, es ist 17 Uhr und wir sind am Hermannplatz in Berlin. Wir wollen vielleicht einfach erstmal ins Auto und dann sehen wir uns wieder, wenn wir in Wien sind oder so. Also wir sind so gegen 3 Uhr in Wien. Fahr nach 1, 2, 3, 4, 5 aus West-Wien! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kali, wir haben uns verfahren, wir sind in Dresden. Das ist auch okay für mich. Wir sind angekommen, Kali. Wirklich? Das ist unser Parkhaus. 10 Stunden Autofahrt, keine Sekunde Schlaf, still going strong. Komm, Alter, wie ist los jetzt hier? Servus. Hallo. Grüß dich, ja, Nils. Danke. Hi. Manfred, grüß dich. Hast du das gebaut? Ja. Casual. Ja. Das beruhigt mich aber auf eine Art. Es wäre geil, wenn er gesagt hätte, er hätte ja keinen Plan, wer es gebaut hat. Kann ich mir entscheiden? Auch. Oh mein Gott. Das war so hoch. Gar nicht so einfach, den Körperschwerpunkt vorne zu haben, wenn man geschubst wird. Ich fühle mich so wohl. Danke, Nils, für den coolen Trip. Dick ist so 300%iger Einwand. Was wird denn mit ihm, wenn er 50 ist? Der ist ja jetzt schon 50. Oh! Er hat einfach einen Backflip gemacht. Du bist Emil, dir passiert nichts. Wow! Oh, der Schuh! Emil, mach mal einen Helm zu vorher! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ah! 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 Emils Bein ist irgendwie im Fahrrad drin! Manfred, so. Ja, ist kein Problem. Backlooping? Ja. Wenn ihr Lust habt, dass Emil noch mal mehr so eine Kacke macht, dann gebt dem Video mal einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, go Emil. Jakob, bist du dir sicher? Das ist wirklich so eine dumme Idee. Ich wünsche dir alles Gute, Jakob. Ja! Oh! Alles gut, alles gut? Ja, alles gut. Okay. Hast ihn nach hinten gesetzt? Der sorgloseste Mensch der ganzen Welt. Manfred, wir wollten dir kurz sagen, dass du echt ein sehr entspanntes Gemüt hast. Wir finden das gut. Es passt gut zu uns. Wir haben nämlich vorher gelesen, dass Wien die lebenswerteste Stadt der Welt ist. Und ich glaube, dass du dazu beiträgst. Wir haben alle Hürden der nicht erlaubten Dinge überwunden. Ja? Du musst mal einem Regierungsmenschen erklären, dass du mit den Schienen in die Donau springst. Vielen Dank, ihr beiden, dass wir hier sein durften. Wieder auspacken, ja? Die Leute haben sich vermisst. Wir sind in einem Restaurant, in dem jetzt wirklich kein Platz mehr ist. Wer macht ein bisschen auf charmant? Polly zieht direkt in den Krieg hier. Was? Reserviert auf Camorra. Raf Camorra. Auf wen? Nee, auf welchen Namen? Wenn du Raf Camorra sagst, dann bist du alle, das ist das Gute. Ich habe reserviert auf Raf Camorra. Ich meine nur Camorra. Irgendwie habe ich mir das Angebot ein bisschen vorgestellt. Ja, die sind ja sehr minimalistisch. Aber sag einfach das, was auf der Karte gerade empfohlen wird. Cheers! Also folgende Idee. Wir gehen jetzt in eins der Top 5 Kaffeehäuser in Wien und lassen eben dann die ganze Sache drin. Wir sind in einem der ältesten Wiener Kaffeehäuser. Juhu! Treten Sie ein. Emil, deine Torte? Sachertorte ein Stück? Eine ganze? Nur für dich. Ich schwöre euch, Emil frisst die Torte jetzt auf, ne? Du hast in der Zeit, dass du schon... Wohin darf ich das spritzen? Wo? Im Mund? Wiener Traditionscafé gibt es seit 1836. Bei uns kommen alle Minister und Präsidenten und Journalisten und Schauspieler natürlich von der Burg. Der Haneke ist Oscar-Preisträger, mehrfacher. Klaus-Maria Brandauer. Emil Larsen hat hier meine ganze Sachertorte verdrückt. Geil, wenn hier zwischen einfach so ein Zollabdeck kommt, Oh mein Gott. Können wir ganz kurz reden, dass Emil Waffeln mit Nutella gefrühstückt hat? Das schmeckt sehr wenig. Du bist in einem der traditionellsten Wiener Kaffeehäuser. Emil! Emil, du wärst immer leise. Ja, war so, Jakob, was soll ich tun? Jakob ist so, und sie einfach auch. Körper sagt schon, seit einiger Zeit. Seit einiger Zeit. Digga, du hast eine verfickte heiße Sache. Okay, ich danke dir.
Hier geht Beast Mode, guck hin jetzt. Ja. Wir können die ja jetzt einfach mitnehmen und ihn später weiter essen lassen. Der Stand der Dinge, Emil kommt irgendwie nicht so richtig klar. Ich glaube, Emil hat wirklich Probleme. Emil, irgendwie müssen wir das jetzt zum Ende kommen. Er schmeckt die weiße Fahne. Das ist wirklich was wirklich in der Geschichte von Ryan jetzt noch nie passiert ist. Wir haben Emil eigentlich zu Fall gebracht. Das ist jetzt die erste Folge von Emil Philosophie. Das ist so ein neues Format. Emil kickt einfach Gedanken. Das Ding mit Gesprächen, wenn man mit Leuten spricht. Es gibt immer ab einem bestimmten Punkt so einen Knackpunkt, wo man sich öffnet. Entweder passiert es alleine über den Abend oder es passiert, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, diesen Punkt hier zu knacken. Oh. Wieso unterhält man sich überhaupt mit Menschen so? Smalltalk, man denkt man so, okay, der ist unnötig, weil der bringt einen in das Gespräch dann rein. Oh. Das ist wirklich dumm. Ich denke, kind ist hier auch, wenn man mit dem Mund unterhält, so ich darf auch machen. Cheese, cheese, cheese. Boah, das war der Spritzer, Alter. Nein, ich nicht. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst runtergehen und eine Karte holen. Warum denkst du nicht an die Karte? Wir haben ja zwei Karten. Ich wollte hierher kommen, schon dreimal. Ja? Ja. Ich sag, steh mal jetzt auf. Er sagt, ich muss duschen. Er geht duschen. Warte mal bitte auf mich. Ich will rein. Er legt sich hin und spielt Clash Royale. Bam, 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 bam. Ich sag, okay, weißt du was? Ich will auch kurz. Ich leg mich daneben. Schneid's raus mit Clash Royale. Ja, das ist Clankrieg. Dauert 10 Minuten. Haben wir beide Clankrieg gemacht? Niemals! Ich hab einen Kampf gemacht und dann bin ich mit Nana runter. Ich meine, wenn ich wieder komme, bist du fertig. Ich komm hoch, bist immer noch oberkörperfrei. Nick, warum kassierst du denn gerade so, würde ich fragen? Ich bin einfach geschockt davon, wie er das gerade twistet. So. Halt dir mal den Spiegel vor, häng ihn mal aus und stell dich da vor. Guck dich mal an, was du dir gerade für Scheiße erzählst. Digga, wir machen noch Jokes, machen noch ein bisschen so Fun. Aha, hier so. Du hältst mir die Karte ins Gesicht, Digga, und gehst in dieses Zimmer und sagst, hätten wir sonst beide vergessen. Hast du die vor mir genommen? Das ist ja nicht unsere Karte, weil wir haben ja beide Karte. Die Karte nochmal hin. Irgendwas anderes und geh raus. Ich habe die Karte gar nicht angefasst. Ja, nee, du hast nicht angefasst. Okay, vielleicht habe ich so gemacht. Digga, wir dürfen keine Karte vergessen, ja? Digga, was leitest du ein? Du mit der Karte hab ich eingeleitet. Ja, aber du hast aber nichts eingeleitet, wenn du sie da nicht mitgenommen hast. Ich habe es eingeleitet. Du hast sie aber nicht mit. Digga, du kannst es nicht einleiten und dann nicht mitnehmen. Wollen wir jetzt einmal gemeinsam runter? Wir gehen hier zur Rezeption und der regelt das da vor Ort. Warum? Ja, ihr braucht eine neue Karte. Was ist die Karte? Digga, und das ist meine Karte. Ein Dreckiger. Das ist meine Karte. Ja? Ja. Nee, du hattest auch eine Karte. Er hat mir 12 Minuten meiner Lebenszeit geklaut. Ja, als ob die beiden eine Karte dabei hatten. Bussi mit den Freunden. Hattet ihr auch mal so eine Phase? Was? Egal. Mit euren Freunden. Hattest du das mal? Sag mal ehrlich, bevor ich sage, ob ich das hatte. Ja, dann war ich auch nicht. Boah. Das war richtig süß aus. Jakob hat dann Augen zugemacht und war so. Und nick so. Ich mach immer Augen auf, aber mit Zunge.